Moin Moin und willkommen zurück bei Lorelei und Rory. Und Rory ist heute Morgen ein kleines Stinkerchen. Ich habe jetzt ein bisschen offscreen nochmal weitergespielt und in der Zeit natürlich eingesammelt, habe aber auch soweit jetzt nichts verkauft, außer das Bild. Deswegen hat sich der Preis hier unten jetzt ein bisschen geändert von den beiden, da ihr Rhythmus komplett auseinander geraten ist und ich habe eigentlich gestern mal nur einen Fähigkeitentag gemacht und noch einen Beistelltisch hergestellt. Dadurch hat Lorelei jetzt Geschicklichkeitslevel 6. Und daraufhin wollen wir gleich nochmal gucken, was sie in der Zeit Schönes herstellen kann. Ich habe Lorelei und Rory jetzt schon was essen lassen. Die beiden sind aber noch relativ müde und da Rory stinkert, hatte ich überlegt, ihr jetzt erstmal gleich ein Bad geben zu lassen. Aber erstmal natürlich auf die Toilette, auf der Hoffnung, dass wir bald Level 2 erreichen, damit sie alleine gehen kann. Wow, und wir haben es geschafft. Wenn man vom Teufel spricht, sagt man ja bekanntlich. Dann hat Lorelei mit ihr gestern noch ein bisschen Flashkarten geübt, damit sie bald das hier an ihren Würfeln selber lernen kann. Und jetzt würde ich nochmal vorschlagen, werden wir ihr einfach nochmal ein Schaumbad verpassen, weil Lorelei braucht ganz dringend Spaß. Und wir haben mittlerweile Sommer. Unsere jetzigen Frühlingspflanzen gibt es soweit nicht mehr. Und da wir jetzt ein bisschen Geld haben, habe ich überlegt, dass wir über... Na, wo bist du? Über Geschenke kaufen. Uns einmal eine Kamera kaufen können für Bilder von Rory. Und dann hatte ich mir noch überlegt, dass wir uns jetzt noch einmal ein Sommerpflanzenpaket kaufen könnten. Da ist es. Und mal gucken, was dabei rauskommt, denn im Sommer müssen wir ja auch noch ein bisschen produktiv bleiben. Aber die beiden sind heute irgendwie relativ zickig. Ich habe jetzt schon ein paar Mal das Problem gehabt, dass die ihre Aufgaben auch abgebrochen haben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt soweit dann alles bald noch. Ich denke mal, wir könnten jetzt auch noch mal einen Frosch züchten. Davon haben wir ja auch reichlich. Also werde ich jetzt mal eben ein paar verkaufen, damit wir dann auch schon mal wieder an Geld kommen. Wow. Also Frösche züchten ist auch ein lukratives Angebot, wenn man es dann auch regelmäßig macht. Und nun verkaufen wir mal unsere letzten Reserven hier. Ach genau, und eine Pferdeskulptur habe ich sie noch herstellen lassen. Die darf sie, obwohl die könnten wir ja eigentlich auch nochmal behalten, ne? Können wir die hier vielleicht bei Rory oben raufstellen? Geht das? Das geht! So, dann kann ich euch gleich nochmal im Baumodus zeigen, während ich sie hier modelliere und vernünftig hinstelle. Tada! Ein Beistelltisch könnten wir ja verkaufen. Und einen können wir hier ja dann schon mal hinstellen. Schön in die Ecke. Dann haben wir ihn hier schon mal stehen. Wenn wir jetzt Glück haben, kann die liebe Lorelei gleich noch ein Sofa herstellen. So, oh wow, Lilien. Gleich 3 Stück. Und dann pflanzen wir mal 2. Und eine verkaufen wir. Und dann, glaube ich, sieht es danach aus... Oh, was tut ihr beiden da jetzt von ganz alleine? Flashkarten, gute Idee, Lorelei. Ich könnte dich gerade wieder knutschen. Ich will dich jetzt aber nicht so viel loben, weil sonst haben wir wieder definitiv Luft, die sich entladen muss. Macht dir das eigentlich Spaß? Ja! Und dann könnt ihr beiden das ja mal öfter tun. So, und jetzt gucke ich nochmal nach dem Sommerpflanzenpaket, weil ich will jetzt ja nicht nur Lilien pflanzen, weil Lilien geben ja auch richtig gut Geld. So, schauen wir mal. Irgendwo hier muss es ja jetzt gleich mal kommen. Da, Sommerpflanzenpaket. Damit wir auch noch was anderes haben. Und nicht jetzt nur eine Lilienzucht. So, und hier haben wir noch grüne Bohnen. Dann können wir davon ja mal eine zumindest pflanzen. Und ein Paket will ich jetzt noch. Ein Paket werden wir jetzt nochmal versuchen. Jetzt filter ich aber, sonst suche ich wieder 3 Stunden. Das Herbst, Kräuter, Sommer. Was haben wir denn noch in dem Sommerpflanzenpaket? Weil wir haben ja im Moment gerade auch gut Money. Zeig mal her. Tomate. Tomate finde ich auch gut. So, und dann kannst du hier jetzt mal
Auf der Hoffnung, es bringt dir Spaß, mal alles ein bisschen einpflanzen. Wie sieht es eigentlich sowieso aus mit Rorys Fähigkeiten? Kommunikation fast zwei, Denken fast zwei. Gut, sieht danach aus, dass wir gleich nochmal mit den Flashkarten hantieren werden. Ich bin auch schon so gespannt, wann wir dann endlich Mrs. Kim kennenlernen und Lane. Die sind ja schon mittlerweile in Willow Creek. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich die beiden Hübschen hier oben platziert. Hier oben wohnen sie. Auch noch ganz als Toddler natürlich gleich alt schön mit Rory. So, und da euch ja auch der Playpark so gefallen hat, wie ich es den Kommentaren entnommen habe, würde ich heute ganz gerne eigentlich nochmal den Tag ein bisschen überspringen, weil die beiden sind auch schon relativ müde. Und ich würde ihn ganz gerne noch mal ein bisschen weiter erforschen und nicht, dass Rory da dann nur schläft und die süße Maus spielt hier gerade wieder. Euch könnt stundenlang zugucken. Ach, ist das niedlich. Und dann hatte ich ja auch in der letzten Folge noch mal vorgeschlagen, und das möchte ich jetzt ganz gerne auch tun. Es gibt ja in der Küchenlektion den Mülleimer her, mit dem wir dann noch mal ein bisschen Geld machen können. Und bei Rags to Riches ist es auf gar keinen Fall verkehrt. Lorelei, so sportlich hier, kannst mal alles gießen und dann kannst du mal säubern. Und dann könnt ihr euch heute noch mal um die Erziehung von der lieben Rory kümmern. Und zwar kannst du sie gleich erstmal liebevoll umarmen. Richard Gilmore möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Wir haben uns darauf geeinigt, nein, obwohl er gestern vor der Tür gestanden hat und wollte auch unbedingt rein. Emily war gestern dann auch noch im Stadtpark. Das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal erzählen. Aber ich habe sie ganz brav ignoriert, weil darauf haben wir uns ja geeinigt, denn ich finde, Lori sollte erstmal wie in der Serie zum Teenie werden, bis der Kontakt wiederkommt und nicht eine Sekunde vorher. Da habt ihr vollkommen recht. Da haben mich meine Gefühle, dass Richard so nah zu uns kommen möchte, ein wenig übermannt, aber ihr habt da vollkommen recht. Und während die beiden hier jetzt noch ein bisschen an den Fähigkeiten arbeiten, gucke ich noch mal ganz kurz hier bei Lorelei, was hier so los ist. Die Geschicklichkeit ist ja schon. Ne, willst du nicht? Irgendwie will das gerade nicht. Ist hier ja schon relativ gut. Ja, schaut ja schon mal nicht schlecht aus. Jetzt hast du die süße Maus hier reingesetzt. So, aber ihr solltet gerade noch mal mit Flashkarten arbeiten. Na, jetzt habt ihr beiden Spaß, ne? Oh, ich glaube, Lorelei geht wirklich in ihre Mutter rein. Wirklich ganz groß auf. Schon wieder Richard Gilmore. Richard Gilmore fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Und in den Kommentaren habe ich entnommen, dass Christopher ruhig Kontakt zu Rory haben sollte. Und dann werden wir ihn doch jetzt mal hereinbitten. Dann kann Christopher sich ja sonst gleich mal um Rory kümmern. Genau, so ist richtig. Nicht wieder streiten. Und dann gucke ich auch gleich mal, was das Spiel von alleine regeneriert. Ob Christopher sich auch mit Rory beschäftigt oder nicht. Im Moment unterhalten die beiden sich und klären natürlich jetzt erstmal, wie der Umgang mit Rory sein sollte. Du freches Ding! Erziehung. Aktuelles Verhalten maßregeln. Entschieden. Anordnen, kein Chaos anzurichten. Und jetzt kannst du doch noch mal an die Flashkarten gehen.
Denn da waren wir ja gerade stehen geblieben und die liebe Rory braucht ja ihre Fähigkeiten auf jeden Fall noch, weil wir müssen die Manieren ja auch noch ganz weit nach oben bringen, weil Rory ist ja wirklich in dem Sinne ein ganz braves Kind. Christopher guckt sich das erstmal alles nur an von weitem, was hier so los ist. Aber nichtsdestotrotz kannst du Rory dann erstmal Essen geben und sie dann hier auch nochmal absetzen. Und dann müssen wir uns, glaube ich, schon um deine Bedürfnisse kümmern. Ich spule mal ein bisschen vor. Nicht, dass Christopher nämlich jetzt sonst gleich geht. Weil ich will ja wirklich wissen, wie er sich jetzt gleich mal mit Rory auseinandersetzt. Nimm es mir bitte nicht übel, aber ich bin ja echt mal neugierig. So, nun kannst du der süßen Maus mal was zu essen geben. Oh! Total glücklich hier. Ich glaube, das war eine gute Idee, was ihr mir geschrieben habt. Finde ich wirklich gut. Oh, du bist todmüde, ne? Ja, Christopher ist doch da, kann sich doch kümmern. Kümmer dich jetzt mal um dich. Das ist völlig in Ordnung. Und dann kannst du hinterher nämlich auch noch mal eine schnelle Mahlzeit zu dir nehmen, ein paar Käsecracker. Oh. Christopher unterhält sich auf jeden Fall gerade ganz liebevoll mit Rory. Aus sicherem Abstand. Und dann ist auch nicht mehr so viel los hier, weil hier ist alles schon so weit rot bei beiden. Rory war heute Nacht auch ganz viel wach wegen Albträumen. Ich möchte jetzt gleich nochmal ganz gerne die Albtraumlampe kaufen. Schauen wir doch mal eben, wo die ist. Das ist ja eigentlich eine Wandlampe. Ja, das ist sie. Mal gucken, ob wir die noch in einer anderen Farbe haben. Ich nehme die mal in der Farbe. Aber jetzt kann ich sie nirgendwo hinhängen. Dann brauchen wir bb.moveObjects on. Und dann hängen wir sie hier hin. Und dann hoffen wir ja mal, dass die liebe süße Rory jetzt keine Albträume mehr hat. Oh, singst du bald besser, dass wir keinen Ohrenkrebs mehr bekommen? Das wäre unglaublich toll. Oh, Christopher, vielen Dank. Machst du schön bei uns sauber. Ich glaube, du kannst öfter vorbeikommen. Bei mir privat natürlich auch. Dann brauche ich das nicht machen. Würde ich sehr begrüßen. Laura ist noch fleißig am Duschen. Na, wolltest wohl was sehen kommen, wa? So, und dann kannst du die süße Maus Rory mal in den Schlaf lesen, wenn du gegessen hast. Oh, brauchen wir schon nicht mehr. Rory ist schon ganz alleine ins Bettchen gegangen. Ach so, genau, was ich offscreen auch noch gemacht habe, ist die Lichter auf automatisch gestellt. Wegen den Rechnungen. Und dann würde ich jetzt eigentlich noch mal ganz. Ah, nee, sie hat zu schlechte Laune. Ihr Akku ist eindeutig zu leer. Oh, Christopher geht. Es gab zumindest eine Umarmung für Rory und ein kleines Gespräch. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich die Geschichte mit denen weiterentwickelt hier in unserem Let's Play. Und dann schicke ich Lori jetzt noch ins Bett und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Bis dann, oder bis gleich. So, willkommen zurück. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe der Lorelei jetzt ein bisschen Eier mit Toast machen lassen und die liebe Rory hat sich auch schon bedient und hat Hunger. Musste heute Nacht auf Klo. Wir haben es leider nicht mehr rechtzeitig aufs Töpfchen geschafft. Das klingt auf jeden Fall gleich erstmal nach einer Badewanne. Doch Lorelei muss jetzt erst einmal selber nochmal auf Toilette. Und kann dann auf jeden Fall die liebe Rory nochmal baden. Ich habe sie jetzt, weil sie ein bisschen Spaß brauchte, ein wenig die Pflanzen erforschen lassen. Das hat ihr auf jeden Fall Spaß gegeben. Und dann würde ich auf jeden Fall ganz gerne nochmal, weil es auch euch gefallen hat und mir eben halt auch gefallen hat, sie gleich ganz gerne nochmal in den Toddler-Playpark. Dann können wir nämlich gleichzeitig da auch nochmal ein bisschen mit Rory an den Fähigkeiten arbeiten. Ich würde dann jetzt nur nochmal ein bisschen vorspulen, wenn ihr nichts dagegen habt, aber ich wollte euch nur nochmal so ein bisschen auch die Morgenroutine hier von den beiden zeigen. Nee, du sollst die kleine Maus baden. So, funktioniert doch. So soll es doch sein. Unsere Pflanzen sind noch nicht so weit. So, liebe süße Maus, du kannst in der Zeit nochmal mit deinen Puppen spielen und hiermit noch einen Augenblick spielen. Mama hat noch ein bisschen was zu tun, weil ein bisschen Geld brauchen wir ja auch noch. Hier haben wir nochmal Frösche zum Züchten. Das können wir verkaufen. Den Ball behalten wir mal, falls dein Spaß mal wieder so weit in den Keller sinkt.
da es dir ja auf jeden Fall Spaß macht, auch wenn ihr in der Serie ja eigentlich unsportlich seid, bis auf den Tanzmarathon. So, und das möchtest du jetzt natürlich auch gleich. Aber oh, du fühlst dich ja komplett unwohl. Stecken wir dich mal in die Dusche. Dann kannst du da auch nochmal singen, das bringt dir ja auch nochmal ein bisschen Spaß. So, dann kannst du das hier nochmal schön brav aufwischen. Und dann fühlst du dich immer noch unwohl. Was hast du denn? Kopfschmerzen. 2 Stunden noch. Und weil du durchnässt bist. Naja, dann lassen wir dich doch nochmal, dann arbeiten wir am Spaß. Dann kannst du hier nochmal ein bisschen rumkickern. Wenn es dir denn auch Spaß bringt. Ja, das tut's. Oh, wir brauchen, glaube ich, ganz dringend mal einen Fernseher. Dann können die beiden auch definitiv einen Filmabend machen. Oder du gehst jetzt einfach nochmal an, das geht ja auch nicht. So, dann jonglier doch nochmal ein bisschen. Weil ich möchte dich jetzt gerade ungerne joggen gehen lassen. Und der süßen Maus geht's gut hier. So, dann kannst du nochmal aufs Töpfchen gehen, damit du auf jeden Fall vorbereitet bist. Und dann kannst du nochmal formen, hinterher, wenn ihr hier durch seid. Was auch immer du tust auf jeden Fall nicht das, was du sollst. Naja, dann surf mal im Internet. Scheint dir ja auch Spaß zu machen. So, jetzt kommen wir hier ja schon mal wieder in den grünen Bereich. Das ist doch super. So, und da es dir jetzt gut geht, können wir jetzt endlich mal gucken. Was haben wir denn dazu bekommen? Lampen? Oh, Küchentheken. Küchentheken ist ja großartig. Wir haben da hinten ja 2 und die sehen ja nun alles andere als toll aus. Also kannst du ja schon mal 2 herstellen, eine zum Verkaufen und eine zum selber herstellen. Das wäre ja schon mal großartig. Obwohl, wir können dann auch eigentlich gleich 4 Stück machen. Und dann würde ich den ganzen Spaß nämlich vorspulen, denn im Moment gibt es keine Pflanzen in der näheren Umgebung, die wir abernten könnten. Unser Pflanzenpaket ist eh voll. Und dafür würde ich dann jetzt einfach mal eine Möbelrunde veranstalten. Dann spule ich jetzt so weit vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Lorelei geht's nicht ganz so toll. Mia möchte aber gerade vorbeikommen und das möchte ich gerade dann doch ausnutzen. Ich glaube, mit dem Playpark wird es heute nichts. Wir bekommen im Moment aktuell unsere Bedürfnisse nicht so weit nach oben, dass das funktioniert. Also werde ich jetzt die liebe Lorelei gleich noch was essen lassen und noch mal ein bisschen an ihrem Spaß gleich arbeiten. Sie ist hier auch gleich fertig und kann dann gleich noch mal ganz kurz mit euch die Küche hier so weit umbauen, wenn sie dann so weit durch ist. Oh, Richard kommt auch schon wieder. Wow! Er trifft gerade seine Enkelin, die eiskalt an ihm vorbeiläuft. So, Mama, darf ich mit dem Mann da reden? Darf ich? Mama, hallo? Doch, Lorelei redet jetzt erstmal mit mir. Jetzt haben wir hier auch erstmal eine schöne Gruppenunterhaltung. So, dann bitte doch Mia mal. Kannst du sie hereinbitten? Ihr könnt ja mal über den Regen. Dann schicken wir Richard mal nach Hause. Den wollen wir hier nicht haben. Sehr gut. Kannst du mal hier ihren Tag verschönern? So, und dann kannst du jetzt eigentlich nur noch mal hier schön erforschen gehen. Oh, alles ernten. Alles ernten klingt gut. Alles ernten nehmen wir. Und dann gehst du noch mal hier erforschen. Dann geht das Grüne noch mal ein bisschen nach oben. Dann öffnen wir doch noch mal eben hier den Kühlschrank. Und dann kann unsere liebe Rory sich auch noch mal ein Gericht nehmen. Mia geht jetzt leider doch schon nach Hause. Und Rory ist noch total ausgeschlafen. Dann kannst du ja eigentlich noch mal in der Zeit ein bisschen hier an deinen Fähigkeiten arbeiten und dann noch mal aufs Töpfchen gehen und dann sieht's danach. Putzt du ernsthaft gerade den Rasen? Naja, bist du ein Ordnungsfanatiker, wa? Unglaublich, unglaublich. So, die liebe süße Maus, die isst hier jetzt auch schon mittlerweile mal was. Und dann kann Lorelei auch gleich noch mal was essen. Und vielleicht lasse ich sie erstmal noch mal ein Nickerchen machen, da das ja heute scheinbar doch ein Fähigkeitentag wird und sie ein Level gerade aufgestiegen ist. Jetzt kommen wir hier zwar schon zu einem Bett und einem Schreibtisch, aber vielleicht können wir ja zumindest schon mal sonst noch den Sessel nach dem Nickerchen herstellen. Und dann würde ich vorschlagen, wird das heute wohl mal ein kurzer Part mit einem kleinen Umbau hinterher noch. Und dann melde ich mich gleich zurück, wenn die Umbaumaßnahmen beginnen. Also bis gleich.
sind jetzt soweit fertig. Ich habe noch ein paar Umbaumaßnahmen getroffen, damit das jetzt hier endlich mal ein bisschen wohnlicher wird. Ich hoffe, ihr seid mit dem Haus soweit einverstanden. Tut mir sehr leid, dass das jetzt kein Ausflugspart gewesen ist, sondern ein reiner Fähigkeiten- und Erziehungsfähigkeiten-Part. Sag mal, was ist denn los? Seid ihr sicher, dass wir Richard nicht schon in das Leben lassen wollen? Das ist jetzt schon das dritte Mal. Und wie ihr sehen konntet, er war ja jetzt auch noch mal vor der Haustür. Also ich glaube, er möchte es unbedingt. Christopher lassen wir ja jetzt auch schon in Rorys Leben. Und in der Serie hatte er sich ja eigentlich auch erstmal nicht so wirklich um Rory geschert und ist aus dem Leben herausgetreten von den beiden. Schreibt es mir noch mal in die Kommentare, ob wir wirklich, zumindest was Richard angeht, noch warten wollen, bis sie wirklich zum Teenie wird, oder ob wir es versuchen wollen. Irgendwie erweicht es mein Herz, dass er sich so oft bei ihr auch meldet. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Einen schönen Tag, passt schön auf euch auf, bleibt gesund und feier im Herzen.